Raus aus den Schulden, Spezial Griechenland. Er kommt, wenn's brenzlig wird. Schuldnerberater Peter Zwegert. In Athen macht er sich erstmal ein Bild der Lage. Himmel, dass Griechenland in der Scheiße steckt, war mir ja klar. Aber dass das alles hier so runtergekommen ist, damit habe ich nicht gerechnet. Peter Zwegert auf dem Weg zur Pressekonferenz von Griechenlands Regierungschef Georgios Papandreou. Peter Zwegert aus Berlin. Herr Papandreou, Sie haben mich gerufen. Wo drückt denn der Schuh? Das Land ist hoch verschuldet. Geld gab es. Wo ist es nur hin? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Sie zahlen Ihren Beamten 15 Monatsgehälter. Bei Ihnen kann man mit 50 schon in Rente gehen. Ein total aufgeblasener Staatsapparat. Das sind die hohen Kosten fürs Militär. Ja, und dann noch das Schmerzensgeld für Costa Cordalis-Auftritte. Da kommen schnell mal 273 Milliarden Euro zusammen. Da fangen die Augen schon mal an zu schwitzen. Haben Sie irgendwelche Verwandten, die Sie anpumpen können? Ein Blick in die Bücher zeigt, Griechenland ist total pleite. Noch ein Uso, bitte. Der Schuldnerberater weiß, jetzt können nur noch die reichen europäischen Nachbarn helfen. Ja, Zwegert, auch aus Berlin. Ich grüße Sie. Gut, Frau Merkel, dann komme ich morgen mal vorbei. In Berlin hat die Bundeskanzlerin Peter Zwegert einen Termin eingeräumt. Frau Merkel, wie sieht's denn aus? Mein Vorschlag, Sie machen ein paar Milliarden für Griechenland locker und die Griechen legen eine Uso-Pipeline ins Kanzleramt. Das wäre doch was. Wenn Griechenland bereit ist, auch harte Maßnahmen zu akzeptieren und nicht nur für ein Jahr, sondern für mehrere Jahre. Jetzt muss Zwegert nur noch die Griechen dazu bringen, endlich ihren Arsch hochzukriegen. Herr Papandreou, zwei Möglichkeiten. Sie führen die Sklavenarbeit wieder ein. Das hat Griechenland ja schon mal den Aufschwung gebracht. Oder Sie bringen Ihre Bürger dazu, Steuern zu zahlen, machen was gegen die Korruption und haushalten vernünftig. Was halten Sie davon? Unsere Partner werden das Nötige tun, um uns einen sicheren Hafen zu bieten, wo wir unser Schiff wieder seetüchtig machen können. Gut, dann ist meine Arbeit hier erledigt. Machen Sie was draus. Sehen Sie nächste Woche Raus aus den Schulden Spezial Portugal.